Wir freuen uns schon auf die neuen 777s bei Lufthansa Cargo. Und da gibt es ja vieles zu beachten, wenn man sich so ein Flugzeug oder gleich vier anschafft. Unter anderem auch die Technik. Und da bin ich froh, dass ich mit einem richtigen Experten sprechen kann, mit dem Senior Technical Director Christian Schmucker. Schönen guten Tag erstmal, Herr Schmucker. Guten Tag. Ich habe es gesagt, die Technik ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man neue Flugzeuge bekommt. Beim neuen Auto wird man vielleicht zum TÜV fahren. Flugzeug-TÜV, ist das ein Stichwort oder wie läuft das ab? Im Regelbetrieb ja. Im Regelbetrieb gibt es diese regelmäßigen Überprüfungen der Lufttüchtigkeit. Bei einem neuen Flugzeug wie bei einem neuen Auto wird diese Lufttüchtigkeit durch den Hersteller, in dem Fall Boeing, attestiert, sodass wir formal dort nichts machen müssen. Wir machen eine Qualitätsabnahme am Flugzeug mit einem Team vor Ort. Das dauert mehrere Tage. Die Dokumentation spielt dabei eine sehr große Rolle, die ist sehr umfänglich. Aber formal ist die Lufttüchtigkeit beim neuen Flugzeug natürlich kein Thema. Gibt es dann so wie beim TÜV auch einen Stempel dann am Ende oder wie kann man sich das vorstellen? Es gibt Dokumente, die das nachweisen, dass das Flugzeug wie immer bei ihrer Zulassung lufttüchtig ist und in den Betrieb genommen werden. Zusätzlich wird noch eine Abnahme des Luftfahrtbundesamtes hier vor Ort vor Betriebnahme stattfinden, die sicherstellt, dass das Flugzeug unserem Standard entspricht und dem deutschen Standard. Aber das ist ein geregelter Prozess, den wir kennen und leben. Wir stehen ja jetzt hier vor einem Triebwerk, und zwar von der MD-11. Wir haben uns aber für die 777s entschieden, auch aus technischer Sicht. Vielleicht können Sie mal sagen, wo da die Unterschiede liegen. Also wie hier in dem Bereich der CF6-Motor, der MD-11, das ist von seiner Zuverlässigkeit und Effizienz schon ein sehr gutes Stück Technik. Allerdings natürlich über einen Entwicklungsstand von 20 Jahren hat sich da viel weiterentwickelt, sehr vergleichbar mit dem Auto. Wenn ich einen Golf 1 mit einem Golf 4 vergleiche als Nutzer, das heißt, der Kraftstoffverbrauch ist wesentlich geringer, wir haben mehr Leistung zur Verfügung adäquat und natürlich auch die Wartung ist wesentlich freundlicher, die Intervalle sind andere. Also das kann man sehr gut miteinander vergleichen. Beim Auto gibt es das Nummernschild, beim Flugzeug gibt es aber auch eine Kennung. Wie kommt man da dann am Ende ran? Also das ist auch sehr ähnlich wieder mal wie beim Auto. Man kann Kennzeichen vormerken, das machen wir hier auch, damit wir eine logische Kette am Ende in unserer Flotte haben. Das haben wir getan, dementsprechend stehen die Kennzeichen fest und die werden dann gemäß Auftrag und der Zeichnung, von der ich vorher gesprochen habe, bei Boeing eben angebracht. Es gibt ja auch Passagiermaschinen, auch welche, die im Passagierbetrieb gar nicht mehr so sehr gebraucht werden. Warum baut man die vielleicht nicht einfach um als Frachtmaschine? Das hat man früher des Öfteren getan. Das war ein gängiger Markt, dieser Pax-to-Freighter-Conversion-Markt. Mittlerweile hat sich das Design zwischen Passagierflugzeugen und Frachtflugzeugen durch die hohe Last, die man einfach mit Frachtflugzeugen transportiert, geändert. Man verwendet zum Teil auch andere Materialien, sodass ein Umbau sehr aufwendig würde und dann nicht mehr so wirtschaftlich ist, wie es früher war. Und zum Zweiten sind die Kandidatenflugzeuge, die also älter sind, die man dann meistens gebraucht umbaut. Der Markt ist auch sehr klein geworden, weil diese Flugzeuge lange betrieben werden. Vielen Dank für den Einblick. Christian Schmucker, Senior Technical Director bei Lufthansa Cargo. Vielen Dank. Gern geschehen.